Ja, wir sind sehr gut aufgetreten. Also wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird. Aber wir sind gut gestanden. Wir haben mutig gespielt. Wir haben offensiv attackiert und haben unsere Chancen genutzt. Ein, zwei auch liegen gelassen. Aber im Endeffekt, ja, wichtige drei Punkte für uns. Ich denke, wir waren sehr gut eingestellt. Haben heute einen sehr guten Tag auch gehabt. Leverkusen leider mal einen relativ nicht so guten Tag, wo wenig gelungen ist. Aber das soll jetzt nicht unsere Leistung schmälern, weil wir auch sehr kompakt, sehr gut gestanden haben, defensiv die Räume sehr gut eng gemacht haben. Und ich denke, wir haben heute zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Kurz vor der Halbzeit, dann haben wir in der Halbzeitpause gesagt, komm, nicht nochmal wie in Augsburg, wo wir angefangen haben zu zittern, sondern wir haben in der zweiten Halbzeit auch zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Und ich denke, wir haben ja verdient gewonnen. Ich glaube, die waren ziemlich ähnlich. Ich kann mich auch nicht so richtig daran erinnern. Aber ich muss sagen, die Flanken sind optimal gekommen. Also wenn man die nicht macht, dann... Wenn ich die nicht heute gemacht hätte, dann glaube ich, hätte ich nie ein Tor geschossen. Also Top-Flanken von Maxi Arnold und ja, freue ich mich natürlich sehr. Ja, ich glaube, wenn man bei Bayer Leverkusen auswärts, ich glaube, das war die Mannschaft der Stunde. Ich glaube, in den letzten 16 Spielen 14 gewonnen davon. Also ich glaube, dann ist das schon ganz gut für uns und ich glaube, für Europa natürlich sehr, sehr wichtig, drei Punkte zu holen. Ja klar, beim 1-0 ist ja nicht das Spiel zu Ende, aber ich denke, beim 2-0 und 3-0 war man sich dann schon sicher, aber man sieht, wie viel Qualität die Jungs haben und man muss bis zur letzten Minute aufpassen. Und ja, haben wir super gemacht. Schade noch das Gegentor, das ärgert mich natürlich sehr. Ich hätte gerne zu 0 gespielt, aber ich denke, das Wichtigste sind die drei Punkte.